Für die SPD-Fraktion. Kann man das ein bisschen runterfahren? Ah ja, danke. So müsste es gehen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Tourismus ist wie keine andere Branche von Weltoffenheit und Gastfreundschaft geprägt. Das wurde in einigen Beiträgen auch eben deutlich. Es muss auch deswegen in unser aller Interesse sein, diese zu fördern. Kinder- und Jugendreisen sind hierfür eine gute Möglichkeit, denn in ihnen liegt ein besonderes Bildungspotenzial. Sie fördern die Persönlichkeitsentwicklung, Herr Lerida. Danke. Denn in ihnen liegt ein besonderes Bildungspotenzial. Sie fördern die Persönlichkeitsentwicklung und sie vermitteln wichtige Werte wie Toleranz, Neugier und eben Weltoffenheit. Und das wollen wir allen ermöglichen. Eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums aus 2014 hat gezeigt, dass 3 von 4 Kindern und jungen Menschen in Deutschland mindestens einmal im Jahr verreisen. Das ist gut. Wir dürfen aber jene jungen Menschen nicht vergessen, die aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit dazu haben. Wir wollen, dass auch sie Reiseerfahrungen sammeln können. Zur Überwindung finanzieller Hürden bietet der Bund mit dem Bildungs- und Teilhabepaket bereits ein gutes Instrument. Dies bestätigten auch die Experten in der Anhörung im Tourismusausschuss am Mittwoch. Wir waren ja alle anwesend. Demnach bestehen eher praktische Hürden bei der Durchführung von Klassenreisen. Hier stehen aber vor allem die Länder in der Pflicht, liebe Kollegin Frau Kastner. Das haben die Sachverständigen uns auch mitgeteilt. Wir fordern daher in unserem Positionspapier zur nationalen Tourismusstrategie auch eine stärkere Wertschätzung von Kinder- und Jugendtourismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so erfreulich der wachsende nationale Tourismussektor auch ist, wirklich erstrebenswert ist ein nachhaltiger Tourismus. Dieser muss im Sinne der Agenda 2030 ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig sein. Entsprechend eindeutig und ausführlicher als im vorliegenden Antrag der Linken sind unsere Erwartungen an die nationale Tourismusstrategie auch hier. Gemeinsam mit allen Akteuren im Tourismus wollen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette den schädlichen Auswirkungen des Tourismus entgegenwirken. Gleichzeitig gilt es, die Potenziale des Tourismus für nachhaltige Entwicklung zu nutzen, und das sowohl im nationalen Kontext als auch in Entwicklungszusammenarbeit. Deshalb halten wir zahlreiche Maßnahmen auf den unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen für erforderlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. So etwa die Einführung einer staatlich getragenen Zertifizierung für Mindestanforderungen an nachhaltigen Reisen. Diese würde beispielsweise Angaben zu CO2-Emissionen einschließen. So schaffen wir die nötige Transparenz durch die Reisenden, Nachhaltigkeit zum Buchungskriterium machen können. Staatliche Behörden sollten dabei Vorbildcharakter haben, indem sie klimafreundliche Transportmittel zum zentralen Auswahlkriterium ihrer Reiserichtlinien machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 3 Minuten sind schon um. Mit diesen und vielen weiteren Vorschlägen stellen wir die Weichen für einen nachhaltigen Tourismus. Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen in den kommenden Monaten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen später eine gute Fahrt, am besten mit der Bahn in Ihre Wahlkreise. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gülistan Yüksel. Nächster Redner, Michael Theurer für die FDP-Fraktion.